Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stranded 2. Gut. Im letzten Part hatten wir ein großes Heuschreckenproblem. Ja, ist gut, Michel, halt die Schnauze jetzt. Meine Katze ist hier wieder am Rumschreien. Beziehungsweise mein Kater. Gib mir manchmal ein wenig auf den Sack, der Affe. Und ja, wir wollten Bäume fällen, damit sich die Performance verbessert. Gut, dann jetzt woanders wieder ein paar Pflanzen. Nicht, dass hier die ganzen blöden Heuschrecken wieder ankommen. Die mir schon ziemlich auf die Nerven gegangen sind. Hier, da können wir nochmal hier ein paar Blätter loswerden. Gut. Und dann können wir, denke ich, demnächst oder gleich wieder die Baumstämme holen. Und dort einpflanzen in unser Lager. Dann haben wir endlich ein Lager und können da unsere Sachen mal reinlegen. Dann nehmen wir nur noch die Werkzeuge mit und so. Weil das wär schon cool, ne? Und ach nee, ich muss noch Steine holen, ne? Verdammt. Ja, ein bisschen... Tut mir leid, dass es so lange dauert hier, das Zeug reinzulegen, aber schneller geht's leider auch nicht. Ich drück so schnell, als ich kann. 3 Blätter fehlen uns noch. Okay, gut. Aber wie viel haben wir? Ja, wir haben genug. Okay, gut. Ja, ich denke tatsächlich, das liegt an den Werten. Oder in den ganz, ganz vielen Dingern, die hier auf der Insel untergebaut haben, die Entwickler. Okay, gut. 49 Steine brauchen wir dann da noch. Aber wir haben hier erstmal... Also von den Baumstämmen her kriegen wir das eindeutig da. Mein Problem ist halt nur... Dann gleich noch die Dingens zu kriegen. Die Steine. Und 13 Lianen brauchen wir noch. Okay, komm. Hauen wir hier die Steine nochmal rein. Die zwei, die wir eigentlich fürs Mehlfarmen verwendet haben. Aber muss ja jetzt keiner wissen. Brauchen wir auch erstmal nicht mehr. So. Das dauert jetzt alles nochmal ein bisschen... Wir können eigentlich mal so einen Trank schlucken, mit dem wir schneller laufen, ne? Ich bin nun ganz schön viel schneller. Das ist nice. Oh, ich dachte gerade, hier wäre ein Löwe, Mann, der kleine Affe, oder? Aber offensichtlich nicht. Oh, das ist ja ein Traum. Wunderschön. Kann ich vielleicht auch mehr tragen jetzt? Warte mal. Ja, warte mal. Ich kann mehr tragen, ne? Ich habe keinen Platz mehr. Kann ich doch nicht. Kann ich doch nicht. Ich dachte halt nur, ich könnte mehr tragen. Aber leider nein. Muss ich immer jeden Baumstamm jetzt einzeln holen gehen. So. Gut. Den haben wir auch weg. Also die hier, die Region da. Und wir hier hinten noch einen weg. Ich hoffe nur, dass morgen früh diese blöden, dämlichen Heuschrecken, die wieder da sind im Dorf. Schade, der Trank hat seine Wirkung verloren. Holen wir noch ein so ein Ding. Einen so einen Baumstamm. Wenn ich einen in der Dunkelheit finde, ist die viel größere... Herausforderung jetzt. Ey, ich finde echt keinen in der Dunkelheit, Mann. So unglaublich. Ja, lassen wir das mal. Gehen wir mal ins Dorf und sammeln noch ein paar Fische, weil wir haben keine Beeren mehr. Dann werden wir wohl am nächsten Morgen kläglich verhungern. Falls das der Fall sein sollte dann. Das Meer glitzert auch so schön grün. Das ist wunderschön. Da esse ich doch gerne Fische draus. Seetang ist hier drin. Oh Mann. Was sehe ich denn mit dummem Seetang? Ah, hier Fische. Lecker. Und eine Muschel, aber Fisch wollen wir. Fisch, Fisch, Fisch. So klappt das nie. Ja, und die Reuse da ist leer. Schade. So. Dann braten wir uns die Zeug hier noch. Die doofen Heuschrecken, da liegen sie.
blöden Dinger. Charakter, schlafen. Ich kontrolliere mal. Hier, okay, nix. Lol, ich habe die in der Dunkelheit nicht gesehen, die Baumstämme. Okay, nirgendwo Heuschrecken. Gut. Fein. Bin ich zufrieden. Das finde ich schon schön, dass jetzt keine Heuschrecken nirgendwo sind. Das bereitet mir viel Pläsier. So, endlich den letzten Baumstamm für unser Haupthaus. Dann brauchen wir nur noch Schweine. Die gehen wir dann, denke ich, mal fällen. Sammeln jetzt gleich. Und 13 Lianen. Alles können wir da hinten am Berg des Todes holen. Kein Ding, kein Ding. Ja. Haben wir hier noch eine ganze Menge Baumstämme liegen. Die können wir dann auch gleich noch für die Hütte verwenden. Ach, guck mal hier. Die wird immer neu gespawnt, diese Pflanze hier, falls man einfach mal zu viel irgendwie in Mehl verwandelt oder so, was weiß ich, und dann die Quest nicht mehr vollenden kann. Das ist gut gemacht von den Entwicklern. Ja. Die Ahne gefunden. Wie viele Lianen habe ich? 23. Hervorragend. In die Hand mit dem Ding. Stein. Hervorragend. Ich hab was? Alter, wie viel? Na ja, komm, ich mach einfach mal noch ein paar Steine. Ich weiß, dass ich jetzt keinen Platz mehr habe, aber ich fäll erstmal die ganzen, oder sammle erstmal ein paar Steine, dass ich dann gleich einfach hier nur hinlaufen muss und die Steine hole. Nicht in die Hand nehmen. Essen sollst du den, Mann. Wo ist denn hier? 3. So. Na gut, kein Platz mehr, aber ja, macht ja jetzt nichts. Solange wir genug Steine rauskriegen, ist das ja in Ordnung hier. So, und jetzt hole ich mir, oder schlucke ich mir diesen Trank hier. Und ab geht's. Schnell da hinten hin zu unserer Hütte. Also ich muss sagen, das ist schon ein super Trank, weil die Insel ist echt groß. Anders wird es echt viel, viel länger dauern. Habt ihr uns nochmal so ein paar Tränke gebraucht? Ach, wisst ihr was? Ich gehe einfach da hinten hin. Beziehungsweise lass hier das alles fallen. Zeug und gehe dann jetzt wieder da hinten hin. Hol mir neue Steine und lass die dann da wieder fallen. So muss ich jetzt nicht unnötig Zeit verschwenden von dem Trank mit aufbauen. Und dann kann ich ja vor Ort die Teile einfach wieder einsammeln. Ja, so werde ich es tun. Ich habe keinen Platz mehr. Dumme Kieselsteine will niemand, kann man fallen lassen. Das kann ich nicht mehr tragen. Okay, gut. Leider keinen Platz mehr für Steine. Leider. So, jetzt ganz schnell hier hinten hin. Ach, der Trank hat schon seine Wirkung verloren. Na, aber okay, gut. Dann kann ich jetzt auch hier das Lager vollenden. Ich habe keinen Platz mehr. Ah, ne, wunderschön. So, vielleicht kriege ich hier die Lianen voll. Schaffe ich sogar, wunderschön. Leider hier keine Lianen mehr.
Da hinten sind ganz, ganz viele Steine noch. Die hole ich mir erstmal, bevor ich dann die Baumstämme da einpflanze. Weil irgendwie die Baumstämme bleiben liegen, der Rest der Items aber nicht so lange, habe ich das Gefühl. Deswegen erstmal hier, die Steine haben Priorität. Und dann hole ich mir demnächst auch nochmal hier von den Bäumen ein paar Lianen. Die geben mir ziemlich viel hier, wie es scheint. Nochmal 10 Steine. Okay, gut. Bald haben wir das große Lager abgeschlossen. Bald. Tut mir leid, dass du jetzt hier in den Part oder dass sich das zum Ende des Spiels nochmal so zieht, aber ich denke, das ist auch ganz schön, dass wir jetzt nochmal diesen Grundaspekt des Spiels haben, hier so ein bisschen Survival, auch wenn es jetzt nicht wirklich Survival ist, weil wir wieso vom Dorf daher schon eine gute Nahrungsgrundquelle oder Versorgung haben und auch Lagerfeuer nicht selber machen mussten und sowas. Also, das hier ist schon eher so Survival für Pussys, aber hey, ich finde diesen Story-Modus ziemlich gut, also, dass es überhaupt sowas gibt in so einem Spiel. Deswegen möchte ich das auch gerne unterstützen und zeige den in meinen Videos. So. Nochmal dahinter latschen. Oh Gott, ich glaube, hier vorne an der Quelle sind ja auch Steine. Die, denke ich, werde ich demnächst mal bearbeiten. Dann muss ich nämlich nicht so weit laufen. Aber jetzt nehme ich mir noch da hinten die Steine mit. Hier die doofen Kieselsteine braucht auch keiner. So. Gut. Dann jetzt mal hier die Spitzhacke ausgewählt. Und dann hauen wir auf diesen Stein hier ein. Und finden direkt mal Kieselsteine. Wunderschön. So, und dann natürlich auch richtige Steine. Das ist schön. Und zwischenzeitlich auch mal gar nichts. Das ist ganz, ganz toll. Ah, schade, leider schon voll. Leider, leider, leider. Aber Kieselsteine können wir nochmal fallen lassen. Die braucht wieso niemand. Von daher. Okay, gut. Wir haben bald wieder ziemlich viel Schlaf. Das war so, dass sich das Schlafen lohnt, sag ich mal. Und das Getreide wieder ein Stückchen wächst. Also ein Brot haben wir schon mal. Das ist das Positive an der Sache. Ich denke, heute Abend oder jetzt kurz vorm Dunkelheitseinbruch können wir nochmal das Lager da fertigstellen. Ich denke, das sollten wir hinkriegen. So. Trinken. Kieselsteine braucht ja wieder gesagt keiner. Aber wir finden sie zu viel zu viele Kieselsteine, Mann. Will gar keiner. Wir wollen nur normale Steine. Lassen wir. Nein, ich wollte nicht kombinieren. Ich wollte die. Das ist ein bisschen umständlich teilweise hier. Das kann ich nicht mehr tragen. So, jetzt aber hinter. Wenn wir das geschafft haben, dann soll es eigentlich in Ordnung sein. Und das Lager sollte fertig sein, wenn ich mich nicht geirrt habe. Und ja, sollte fertig sein. Oh, wunderschön. So, mit so einem großen Fass. Vorrang, können wir jetzt hier den ganzen Mist erstmal reintun, all das, was auch unseren Kothaufen hier. Tue ich alles erstmal hier rein. Kann ich hier vielleicht, ah, leider kann ich nicht mehrere Sachen auswählen. Das wäre auch zu schön gewesen. Die ganzen Werkzeuge behalte ich erstmal. Wir haben ganz schön viele Werkzeuge, wenn ich das mal so anmerken darf. So und so. Okay. Gut, dann schauen wir nochmal, ob wir hier nochmal so ein paar Dinger finden.
Habe ich jetzt die Fische damit einsortiert? Ich hatte gar keine Fische mehr, was? Habe ich die alle aufgegessen? Was zur Hölle, Mann? Muss ich mir direkt nochmal neue Fische holen hier, verdammt. Weil das ist doof. Okay. So. Und... Ach, das können wir auch so reinziehen. Okay, gut. Ah, dummen Seetang. Will doch keiner, Mann. Das schmeckt doch nicht, der Seetang. Der schmeckt doch nicht. Ja, da ist selbst unser Charakter entsetzt. So brate ich mir die nochmal hier kurz, die Fische. Sind nur drei, schade. Aber jetzt können wir schlafen. Ich höre sie nicht knuspern. Das ist wunderschön. Ich bin nochmal am Kontrollieren hier alles. Nee, gut. Keine Heuschrecken. So, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, bis im nächsten Part. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen in der Endcard. Gut, diesen Part haben wir endlich das große Lager fertiggestellt. Und haben festgestellt, dass wir eine erfolgreiche Taktik gegen die Heuschrecken gefunden haben. Ich hoffe, dass wir dann demnächst endlich die 15 Brote zusammen haben für diese werten Herren dort. Gut, positive Wertung und Kommentar wäre super nice und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!